Grüß Gott, ich will ein Ausmist-Video machen. Und es ist ein bisschen was zusammengekommen, leider nicht viel, aber immerhin etwas. Vieles habt ihr auch jetzt nicht im Sammlungsvideo gesehen, zum Beispiel das hier. Das ist eine Haarfarbe, die ich mir mal gekauft habe. Ich habe auch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich werde mal meine Schwester fragen, ob sie das haben will, weil das ist eine schwarze Haarfarbe und ich brauche die ja nicht mehr. Und das ist auch eine Pflanzenkosmetik, das ist ein bisschen komisch zum Anwenden, aber ja, vielleicht will sie es ja haben. Mal schauen. Dann, das habe ich euch vorher erst im Sammlungsvideo gezeigt, das ist dieses pissgelbe Haarding. Das kann man sehr gut erkennen. Ich habe das nämlich noch... Eins habe ich noch in Verwendung, das ist nicht so. Ja, ich bin froh, dass das wegkommt. Dann, das hatte ich in meinem... Wie hat denn das geheißen? Ach Gott, vergiss mein Nicht-Video drinnen. Das ist die Fußcreme von Ava. Ich mag die nicht mehr. Ich mag die wirklich nicht mehr. Ich mag die echt nicht mehr. Ich werde sie entweder meiner Mom geben oder meinem Vater, keine Ahnung, derjenige, der sie halt haben will. Das ist ja auch eine Fußcreme. Ich glaube, das ist eine Handcreme. Ich habe zwei Erhaber-Fußcremes, die rausfliegen. Vielleicht kann mein Vater sie als Handcreme zwecksentfremden. Der benutzt eh alles zum Schmieren. Dann habe ich eine Bodylotion. Viele werden sie erkennen. Mir hat auch eine geschrieben, dass sie sie haben will. Ich werde schauen, dass ich sie nächste Woche wegschicke. Also wenn das Video online ist, müsste sie es wahrscheinlich schon haben. Weil sonst hat sich keiner wirklich gemeldet, dass er die haben will. Und deswegen, ja, werde ich die denn einem Mädchen schicken. Sie hat mir auch die Adresse, glaube ich, schon geschickt. Dann habe ich hier einen EOS. Der stinkt bis zum Umfallen. Das ist der gelbe. Ja, ich kaufe mir diese Dinger nie wieder, weil die sind einfach grottenschlecht. Dann habe ich hier leider ein Clinique-Serum, das ich entsorgen muss. Das ist nämlich umgekippt. Das fängt wirklich an zu stinken. Und nach dem Benutzen hat meine Haut total angefangen zu jucken. Jetzt habe ich mir sicher da irgendwo einen Lippenstift verschmiert. Doch nicht. Aber nach dem Benutz hat meine Haut vollkommen angefangen zu jucken. Und ich habe das dann in der Arbeit mit dem Tester verglichen, weil die haben den Tester vor kurzem austauscht. Und mir ist aufgefallen, dass das Serum leider gekippt ist. Das ist das Erste, was mir bis jetzt passiert ist bei einem Produkt und das macht mich schon ein bisschen traurig. Ich habe meine Ringe durchgeschaut und habe gesehen, dass der total verrostet ist. Ich habe auch einen anderen Ring, der doch noch mehr rostet. Das ist aber auch mein Lieblingsring. Und ich bitte, 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 bitte euch, habt ihr einen Tipp, wie man so unechte Ringe wieder Silber bekommt? Das war nämlich ein Schlangenring und ich will den auf gar keinen Fall wegwerfen. Der ist nicht so wichtig, weil den habe ich eh nie wieder tragen. Und außerdem sind die Anhänger. Vielleicht nehme ich den Schlüssel noch runter, aber na, der ist auch so schwarz. Also das zahlt sich für mich nicht aus, den noch irgendwie zu retten, weil den fand ich eh nie schön. Aber die anderen schon. Also wenn ihr einen Tipp wisst, wie man unechte Ringe wieder Silber macht, würde ich mich wirklich freuen drüber. Weil ich will die überhaupt nicht wegwerfen. Die sind alle noch urschön, die ich da habe, die was so schwarz worden sind. Also bitte, bitte, ich hoffe, ihr habt einen Tipp. Das ist ein Tester gewesen. Das ist ein Eyeliner von Miss Lean. Ich werde ihn wahrscheinlich meiner Cousine geben. Weil den habe ich nämlich mitgenommen, weil der war noch relativ unbenutzt. Und ich komme mit diesen Pinselchen nicht mehr klar. Ich kann mit diesen Dingern nicht umgehen. Und soviel ich weiß, benutzt sie nur solche Eyeliner. Also hebe ich den auf und gebe ihn ihr am Mittwoch, weil ich sehe sie am Mittwoch. Dann habe ich hier ein... Ja, den werde ich meiner Nichte schenken. Ich habe eh noch einen Sackerl für sie da, wo ich ihr die Sachen reingebe. Das ist ein Lidschatten, aber ich mag den nicht mehr. Ich kann den nicht mehr ausstehen. Dann habe ich hier noch eine blaue Mascara, die ist schon über dem Ablaufdatum drüber, deswegen habe ich die entsorgt. Das ist so eine richtig blitzblaue. Leider benutze ich die ja nicht mehr so oft. Ich will mich mal wieder so knallig schminken, aber ja. Dann, über das bin ich wirklich traurig, das sind die zwei Flomar Eyeliner, die ich hatte. Einmal das der in Gold und einmal der in Grün und beide sind eingetrocknet. Da sieht man es nicht so stark. Beim Grünen sieht man schlimmer, dass der eingetrocknet ist. Den Grünen habe ich, ja, man sieht voll. Da kommt überhaupt nichts mehr raus. Und ich bin wirklich traurig, weil die habe ich echt gern benutzt. Die habe ich wirklich gerne benutzt. Den Grünen sogar ein bisschen, den Grünen sogar noch lieber als den in Gold. Aber ja, sind leider eingetrocknet. Das war jetzt ganz schön schnell, oder?
Ja, ihr könnt mir mal gern schreiben, ob ihr auch ausgemistet habt. Und bitte, 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 ich hoffe, jemand weiß, was ich machen kann mit meinem Schlangenring. Weil der ist komplett schwarz und er war mal silber. Er ist nicht echt, aber ich will halt unbedingt den trotzdem noch. Ich will ihn nicht entsorgen. Das bringe ich nicht über mein Herz. Schlangen und ich sind so. So. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es zu cool war. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich mehr aussortiere, aber irgendwie haut das nicht hin mit mir. Ich bin da irgendwie noch so im Zwang, dass ich das irgendwie selber leer machen will. Also, dass ich selber leer machen versuchen will. So. Das war's jetzt mit dem Video. Ihr könnt mir mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Ich weiß, ich habe relativ wenig aussortiert. Aber vieles, das halt nicht mehr benutzbar ist. Oder was ich halt nicht mehr benutzen will. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!